Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute zeigen, was es beim 15-jährigen Geburtstag von World of Warcraft so alles Neues gibt. Und zwar sind es insgesamt zwei Mounts, ein Pet können wir uns erspielen und dann gibt es noch einen Haufen so kleine Gimmick-Items, die wir uns noch holen können. Und ja, ich würde sagen, wir steigen mal ein. Wenn ihr am Geburtstag einloggt, das Ganze läuft übrigens jetzt hier ab dem 6., also sprich ab heute, und ich glaube 2 Monate sind es, also ihr habt hier jede Menge Zeit, das alles zu erspielen. Manche Sachen werden nämlich einen Ticken länger dauern. Das allererstes bekommt ihr nämlich ein Paket, und zwar haben wir das hier, das habe ich jetzt mit dem Hordenschar schon aus dem Postkasten genommen, und wenn ihr das aufmacht, dann bekommt ihr ein paar Abzeichen, ihr bekommt eine Quest, dass ihr zu den Höhlen der Zeit müsst. Dann haben wir hier wieder so einen Feierlichkeitsbuff quasi. Und zwar kriegen wir hier 15% mehr Erfahrung und 15% mehr Ruf. Übrigens, aktuell gibt es 50% mehr Ruf durch World Quest. Und man kann sich den Dunkelmond-Jahrmarkt-Buff für 10% holen. Das soll anscheinend alles decken. Also 75% mehr Ruf über World Quest. Wenn ihr jetzt noch irgendwo Fliegen freischalten müsst oder da allgemein Ruf für Paragon-Kisten braucht, könnt ihr mal die Woche ordentlich loslegen. Also so eine gute Kombi gab es, glaube ich, selten. Sobald wir dann die Quest angenommen haben, können wir dann hier in die Höhlen der Zeit, also sprich, wir sind einmal in Tanaris. Hier kann man sich von OG und SW hinporten, einfach dann hier runterfliegen, und sobald ihr hier in dem großen Raum angekommen seid, gebt ihr die Quest nämlich hier bei, wie heißt, ist das die Stormy? Ne, Chromi ist das genau, also bei der Gnomin hier ab. Und bei ihr bekommt ihr dann ein paar neue Quests. Und da können wir jetzt mal reinschauen, was es da so alles gibt. Und zwar haben wir dann Saison-Quests, die sind nämlich hier drin. Und da haben wir einmal die Quest, dass wir, Lord Kazak umhauen müssen, Arigos getötet, Drachen des Albtraums getötet. Und zwar ist es so, dass es hier wieder Drachen gibt, und zwar insgesamt 5 Worldbosse müssten das sein, also sprich, hier oben ist einer. Ihr seht schon, hier haben wir die ganze Loot-Tabelle auch offen. Diese Worldbosse, die gab es ja beim letzten Event auch schon mal. Die droppen 350er Gear, die könnt ihr, glaube ich, einmal pro Tag umhauen. Ist jetzt nicht der große Wurf, aber vielleicht für den einen oder anderen Twink ganz nett. Und manche alte Classic-Transmog-Sachen, die man nur darüber kriegen kann, kann man da holen. Und da muss man dementsprechend die umhauen. Also es gibt quasi hier einen in Farallas. Dann haben wir hier oben, glaube ich, einen, genau. Hier im Eschental war der. Dann war einer, meine ich, im Hinterland oben, und zwar hier oben. Dann haben wir noch einen in Duskwood, den hier. Und den letzten, den wir haben, der, glaube ich, auch immer da ist, und zwar hier der Kazak, der ist hier einmal in den Wüstenlanden. Soweit ich das noch von den letzten Malen weiß, war immer ein Drache pro Tag da und zusätzlich dementsprechend Kazak. Und da muss man halt gucken, welcher gerade immer da ist, und kann die Drachen umhauen. 350er Gear, und es gibt eine nette Quest dazu. Dann gibt es bei Chromi noch eine zweite Quest, und zwar muss man einmal die ganzen Abenteuer abgeschlossen haben, also einmal das Abenteuer erledigt von der Scherbenwelt, Nordend und Kataklysmus, und das sind Raids. Und für diese Raids kann man sich hier anmelden, und wenn ihr euch da anmeldet und alle abgeschlossen habt, könnt ihr A, die Quest einmal abgeben, und B, bekommt ihr hier dieses Achievement, und mit dem Achievement bekommt ihr das Mount, das ihr am Anfang gesehen habt, und zwar den Obsidian-Weltenbrecher, heißt einfach Todesschwinge als Mount, und ihr seht hier, das ist auf jeden Fall eine schicke Geschichte. Ich kann euch sagen, die LFR-Teile sind sehr, sehr einfach. Es ist schwieriger wahrscheinlich, es zu verkacken, als es nicht zu verkacken. Ich würde fast behaupten wollen, du kannst hier anmelden, die Queue annehmen und dann AFK gehen, und du hast trotzdem, was du haben willst. Wie funktioniert das? Ihr meldet hier einfach an, ihr könnt da auch mit einer Gruppe anmelden. Das ist vollkommen egal. Vorher solltet halt hier setzen, als was ihr zum Beispiel rein möchtet. Es würde schneller gehen, wenn ihr als Tank und Heiler anmelden könnt. Also, ja, ist euch überlassen, aber ihr könnt natürlich erst das anmelden und kommt dann einen Ticken zügiger rein. Genau. Und sobald ihr die alle durchgespielt habt, also diese 3 LFR-Teile, bekommt ihr das Mount. Wichtig an der Stelle ist zu wissen, am Anfang, wenn ihr in den LFR reinkommt, ist es so, dass ihr einmal mit Chromi sprechen könnt, dann könnt ihr aussuchen, welchen Boss ihr als erstes macht. Ihr werdet dann direkt in den Bossraum reingeportet, der Boss hat dann schon irgendwie so 50% Life
Ihr werdet runterskaliert, kämpft dann ein bisschen gegen den Boss. Also ihr spielt da nicht den kompletten Bossfight, wie er damals ist, sondern nur einen kleinen Teil, so 20-30% haut ihr den Boss runter. Dann werdet ihr automatisch wieder rausgeportet und kämpft gegen den nächsten. Also das ist quasi immer nur so eine kleine Vision, wie ihr gegen die Bosse gekämpft habt. Ihr habt dann auch dieses alte Gear an, also zumindest vom Transmog. Ist ganz lustig gemacht, aber man kann es kaum verkacken. Anmelden kann man ab 380er Gear und grundsätzlich droppt da 420er Gear. Es kann auch hochrollen. Ihr seht, das hier ist bei mir jetzt auf 430 hochgerollt und man kriegt dann nicht den Loot pro Boss, sondern pro abgeschlossenem Teil. Und in jedem Teil sind quasi drei Bosse drin. Heißt, ja, ihr kämpft im Burning Crusade-Teil gegen Kel'Thas, gegen Lady Vash und gegen Archimond. Im Red of the Lich King-Teil gegen Heigen, ein bisschen Danzen, Anubarak und die Lich King. Und im Kataklysm-Teil kämpft er gegen Shogal, Nefarian und Ragnaros. Und Ragnaros war der einzige Boss, wo wir gewiped sind. Mit einer random LFR-Truppe, weil der, ja, da hat ein paar so Mechaniken, wo man rauslaufen muss. Oder sollte auch da in dem LFR-Teil. Und wenn die Leute das nicht machen, dann sind sie halt tot. Ja? Also da sind wir einmal gewiped, aber man kann es dann immer nochmal spielen. Wie gesagt, das ist ziemlich einfach. So, dann haben wir das erste Mount damit abgehandelt. Dann gibt es quasi noch zwei weitere, beziehungsweise ich zeige euch erstmal das Pet, und zwar Nefarian, das ist dieser kleine Dude hier, den kriegt ihr ja am Anfang aus dem Beutel raus, da müsst ihr einfach nur online sein, also das ist relativ leicht zu erspielen. Ja, das ist so ein kleines Nefarian-Pet, und sein Papa haben wir quasi als Mount, also Deathwing. So, und jetzt kommt das bisschen aufwendigere, und zwar gibt es noch ein Event-Mount, und zwar diesen Kampfwitter der Sturmlanzen auf der Hornseite und auf der Ali-Seite. Und auf der Hornseite haben wir unten einen Wolf, und zwar hier diesen Frostwolf. Das sind quasi die HD-Varianten von den Mounts, die es damals auch schon in den BGs zum Erspielen gab. Und jetzt kann man sie sich wieder erspielen. Und wie das funktioniert, will ich euch jetzt mal erklären. Ich habe schon eingangs erwähnt, das kann ein bisschen länger dauern, denn ihr müsst das über quasi das alte Alterac-Tal machen. Und ihr seht, hier unten haben wir jetzt ein Event. Und zwar müsst ihr hier im alten Alterac, also das ist nicht quasi so, wie es heutzutage ist, sondern das Classic Alterac ist es quasi. Und dort müsst ihr 200 zeitversehrte Abzeichen erspielen. Jetzt denkt ihr euch, im alten Alterac gab es die doch nicht. Stimmt, ihr habt die alten Quests, wie es damals gab. Nur, dass es jetzt so ist, dass ihr quasi, das ist eine andere Quest, auch eine andere Quest, hier müssen wir rein. Und zwar bekommt ihr dann für die Quest, die ihr im Alltag annimmt, überall diese zeitverzerrten Abzeichen. Heißt, die nehmt ihr ja hier in dem Lager an. Da kriegt ihr einen Haufen Quests, da sind, hier müssen wir mal Vorräte holen, da gibt es zwei Abzeichen, das kann man immer wieder machen. Also ihr könnt eigentlich in das BG reingehen, Quest annehmen, 10 Kisten holen, zurücklaufen, abgehen, zwei Abzeichen, wieder hinlaufen, das geht die ganze Zeit. Es gibt dann auch eine Quest, dass ihr hier so Widder einsammeln müsst, dann lauft ihr runter, holt, packt den Widder quasi an die Leine, lauft wieder hoch, gebt ihn ab und macht das halt die ganze Zeit, gibt immer 5, das habe ich gemacht, das bringt relativ gut was. Und dann gibt es halt einmalige Quests, dass ihr eine Mine einnehmen müsst, dass ihr einen Turm einnehmen müsst, dass ihr den Boss hier oben umhaut, ja, und noch weitere Sachen, oder dass ihr von der anderen Mine Ressourcen holt, oder es gibt auch wiederholbare Quests, dass ihr so Wolfs Bälge holen müsst, wieder abgeben müsst. Also das kann man natürlich auch machen. Bei der Horde ist es halt andersrum. Die Hordler müssen halt die Wölfe eintüten und hinbringen und dafür die Widersachen besorgen. Ja? Und da könnt ihr in einem BG relativ viel machen tatsächlich. Es gibt auch eine Geschichte, dass ihr Rüstungsteile abgeben müsst. Dann haut ihr Hordler um und könnt dann immer wieder die Rüstungsteile abgeben. Am Anfang sind es, glaube ich, 20 Rüstungsteile, die ihr abgibt und kriegt 10 Abzeichen. Und später kriegt ihr immer nur 1. Also das, was ich bis jetzt geguckt habe, ist das Effizienteste tatsächlich, das mit den Widdern und danach hier quasi mit der Mine, weil das halt wiederholbare Sachen sind. Die anderen, naja, es gibt auch eine Quest, wo man so einen Haufen Mats abgeben muss mit Trillbarren und Thoriumbarren. Ich weiß nicht, ob sich das rentiert, da Kohle rein zu investieren, gibt es halt auch nur 10 Abzeichen. Und das BG könnt ihr immer wieder anmelden, so oft ihr lustig seid. Und irgendwann habt ihr halt, ja, quasi die 31, also ich habe jetzt 31%, aber irgendwann habt ihr die 200 Abzeichen zusammen, heißt 100% und kriegt dann euer Mount. Und wenn ihr das erspielt habt, habt ihr das auch tatsächlich auf einer anderen Fraktion, wurde mir zumindest gesagt. Also sprich, wer das Ali-Mount erspielt, kriegt auch das Horden-Mount.
So viel soll gesagt sein. Übrigens, der Obsidian, diese Obsidianschwänge, die ich euch jetzt da gerade gezeigt habe, jetzt, wie heißt sie nochmal? Obsidian-Weltenbrecher, genau, so rum. Das war am Anfang gebuggt. Da hat man tatsächlich nur mit dem Char, der es erspielt hat, das Mount bekommen. Jetzt ist es so, dass es accountweit ist. Das hat Blizzard gefixt, also keine Angst. Das kriegen jetzt alle Chars. So, dann haben wir noch ein paar mehr Gimmicks, die wir hier so am Rande vielleicht noch erwähnen können. Und zwar sind hier alle möglichen lustigen Leute, die man aus den vergangenen Expansions kennt. Leroy Jenkins steht hier, der verkauft Chicken übrigens, so by the way. Dann gibt es hier noch ein paar mehr Questgeschichten. Zum Beispiel auch, dass man in dem BG hier, das ich euch eben gezeigt habe, also das Classic AV, dass man da Ehre verdienen muss und bekommt dann quasi auch wieder zeitversetzte Abzeichen und hier Ehrenabzeichen. Dann ist es so, dass hier alles Mögliche rumsteht, wie zum Beispiel der alte Gong aus, ja, der alte Gong von Aku. Ich habe ja immer noch hier das Zepter auf der Bank flacken, meine ich. Warte, schauen wir mal. Irgendwo habe ich das alte Zepter noch flacken. Ich glaube, ich kriege aber trotzdem meine Achievement nicht. Keine Ahnung. Irgendwas der Sandstürme. Hier, genau, ich habe das Zepter der Sandstürme noch liegen, aber wahrscheinlich wird mir das auch nichts bringen. Und dann sind halt hier so Sachen wie Algolon steht hier rum oder man hat hier diese Bühne von dieser Blizzard-Band rumstehen. Und es gibt halt noch ein paar mehr Geschichten. Und zwar gibt es hier auch einen Händler, wo man sich diese ganzen Kostümsachen kaufen kann. Also, ich glaube, das Edwin van Cleefs Kostüm kann man sich kaufen. Und noch ein paar mehr Sachen. Jetzt können wir mal hier reinschauen. Genau, Edwin van Cleefs Kostüm kann man sich kaufen. Dann so ein Transmog-Brille, Windseeker, diese Corki-Brille, das alle ausschauen wie so kleine Hunde. Und viele andere Sachen, die man ja über die letzten Jahre auch schon kaufen konnte. Also das ist alles hier mit eingetütet. Und es gibt noch ein bisschen mehr. Und zwar kann man bei den Kellnern hier unter anderem zuckersüße Seelensplitter kaufen und dann wird der komplette Himmel so ein bisschen lila-pink-mäßig. Das sieht ganz cool aus. Können wir uns draußen auch kleiner angucken. Und was hier auch noch gibt, hier gibt es so Kristalle, die man anklicken kann. Und wenn man die anklickt, das machen wir mal einfach irgendeinen, dann geht quasi irgendein Blizzard-Video, also jeder Kristall hat quasi ein eigenes Video hinterlegt. Und da könnt ihr mal so ein Zu bisschen die alten fragen, warum Cinematics wir durchgucken. kämpfen, ist zu fragen, was Ah, die Blätter MOP. Cinematic Trailing gucken wir uns jetzt aber nicht an. Wir können jetzt hier gleich nochmal in das Wrath of the Lich King Erinnerungsding reinschauen, dann kann ich euch das noch ein bisschen genauer zeigen. Jetzt fliege ich bloß nochmal ganz kurz hoch, dass ich euch das auch einmal gezeigt habe, wie das mit dem Himmel aussieht. Also hier müsst ihr dann halt runterfliegen, falls ihr noch nie in der Höhlen der Zeit waren, aber ihr könnt da quasi nicht falsch abbiegen. Also es ist so eine quasi. Es gibt nur eine Linie, die ihr runterfliegen könnt. Das ist zwar so ein bisschen ein Rumgeflatter, ne, weil das schon relativ weitläufig ist, aber ja, einmal komplett hoch. Jetzt bin ich gerade überlegen, gehen wir erstmal in das Ding rein und dann kann ich euch das mit dem Himmel gleich noch zeigen, wie das jetzt hier in dem Szenario zum Beispiel ausschaut. Und zwar, wenn ihr ja, einmal drin seid, seid ihr quasi wieder in der Höhlen der Zeit, bloß in der instanzierten Version. Hier habt ihr einmal Chromi und dann könnt ihr mit ihr quatschen und quasi aussuchen, was ihr spielen wollt. Okay, die anderen waren schneller, die haben jetzt schon draufgeklickt. Ah, Highgun machen wir jetzt als erstes, also ein bisschen Highgun Dance quasi. Und das Lustige ist, die erzählt dann immer so ein bisschen Story vor jedem Event und dann wird man quasi reingeportet und werdet ihr gleich sehen. Also da seht ihr, jetzt kommt dieser Port quasi und der Boss hat halt schon, ist schon quasi halb im Fight drin und man muss ihn jetzt einfach nur ein bisschen runterhitten. Und sobald man das getan hat, wird man quasi wieder rausgeportet und sie erzählt den nächsten Dialog zum nächsten Boss und kommt dann da wieder rein. Also man kann es eigentlich kaum verkacken. Hier musstest du früher eigentlich so ein bisschen rumdansen. Ja, ihr seht, ein paar Leute sterben hier, aber im Endeffekt ist es egal. Ich kann hier oben auch stehen bleiben und einfach auf den Boss durchziehen. Interessiert halt kaum, ja. Oh, okay, aber die Gruppe scheint jetzt nicht ganz so geil zu sein. Aber ich glaube, wir schaffen es trotzdem, ja. Genau, mehr ist es eigentlich auch nicht, ne? Jetzt würde ich sagen, gehen wir noch da. Ah, seht ihr, okay, wir haben den Kampf geschafft. Jetzt kann man quasi dann wieder den nächsten Kampf auswählen und dann portet sie einen weiter. Und sobald man drei Kämpfe gewonnen hat, dann steht hier eine Kiste, die kann man looten und kriegt dann halt seinen Loot raus. Und ich habe von drei Kisten, habe ich quasi zwei Items gekriegt und beide sind hochgerollt. So, wir werden jetzt hier mal raus. Okay, das geht nicht.
So. Gehen wir einmal aus dem Ding raus. Keine Ahnung, die stehen jetzt dann wahrscheinlich mit einem Tank weniger da. Ist jetzt aber, denke ich mal, nicht so wild. Da wird relativ schnell was nachkommen. Übrigens kann in der Kiste dann anscheinend auch die Mounts drin sein, die jeweiligen Bosse droppen. Heißt, Ragnaros droppt ja dieses schwellende Ei von Milligrosa. Und ja, der Lich King kann unbesiegbar quasi da lassen. Beziehungsweise, was war noch? Da glaube ich, gab es noch einen Mount. Genau, von Kel'Thas natürlich der schöne Vogel. So, jetzt schauen wir uns nochmal den Splitter an. Ihr seht, der Himmel ist ganz normal und wenn ich das jetzt hier einsetze, dann wird alles so pink, so ein Pink tönen. Ja, ob man das jetzt braucht, sei jetzt mal dahingestellt, aber das ist halt auch noch so ein kleines Gimmick. Genau, das war's soweit. Mehr gibt's eigentlich nichts zu sagen. Zwei Mounts, ein Pet, paar Gimmick-Items, könnt euch die Videos unten angucken. Und wie gesagt, hier für AV muss man ein bisschen farmen tatsächlich. Und, oh, warte mal, warum steht denn jetzt hier der Frostwolf bei mir drin? Oh, war ja. Bin mit dem Alicia. Ah, jetzt ist wieder der Widder. Okay, ich war gerade ein bisschen geschockt, nicht, dass das Bug nicht das nicht lernen kann. Und für den Widder bzw. Frostwolf muss man dann halt ein bisschen AV machen. Aber vielleicht mache ich dann nochmal ein extra Video, wenn ich eine Möglichkeit rausfinde, es ein bisschen effizienter zu machen. Genau, das war's soweit. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euchela, bis zum nächsten Mal. Ciao.